Hallo und herzlich willkommen zur 9. Episode von Das schwarze Auge Schatten über Reaver oder Realms of Akenia Three Shadows over Reaver Classic. Ihr hört sehr viele Schritte, das ist bestimmt der Pozo mit seiner Meute, vermutet Marek. Ja, soll ruhig kommen. So, wir sind auf der Winsbrod immer noch. Und speichern nun gleich mal die 9. Episode ab. Aber jetzt, wo wir voll ausgerüstet sind, habe ich ehrlich gesagt wenig Angst von den Matrosen hier. Wir räumen natürlich die Bude aus. Wenn wir schon sehr voll sind, das ist das ja. Selbst ihr kennt sofort, dass es sich bei dem rumpfdicken Rundholz nur um einen Masten handeln kann. Okay. Und da geht's runter. Ups. Ja, gehen wir da mal her, schauen mal, was da ist. Seile. Hier sind geschmiedete Ketten arg und viele verschieden große Räder, teilweise mit breiter Lauffläche und nach außen gewölbten Rändern, teilweise mit schmaler, dafür gezahnter Lauffläche. Man könnte die Ketten sogar mitnehmen, aber die sind schwer. Dann Seilsen. Okay, da haben wir nochmal die Ketten. Fisch. Okay, nice. Immer wieder die Ketten, obwohl es immer noch was anderes aussieht. Okay, hier ist eine komplizierte Konstruktion aufgebaut. Über verschiedenen großen Räder laufen Seile, die auf der einen Seite in der Decke verschwinden und auf der anderen Seite bis ganz zum Heck laufen und dort nach unten führen. Wollt ihr eines der Seilkappen? Nein, lieber noch nicht, weil ich könnte mir vorstellen, dann ist es Ende im Gelände. Also zumindest glaube ich, dann ist das Schiff eventuell fahrunfähig, weil es ja sein kann, dass ich schätze, dass das die, wie nennt man das, der Anker vielleicht ist oder irgendwie so. Das machen wir erst am Schluss. Da will ich vorher alles ausräumen. Vielleicht gibt es ja noch ein paar nette Kämpfe oder andere nette Sachen finden. Und den leckeren Erfahrungspunkt holen wir uns natürlich auch nicht. Drun. Endlich mal etwas Brauchbares, jubelt Klingelhoff, als der Drun-Deckel aufspringt. Schnaps und Wein. Boah. Ja, brauchen wir aber nicht. Carissa macht auch schöne Erfahrungspunkte. Was gibt's da? Ich hätte leider nicht so schnell drücken sollen. Proviant stark. Interesting. Atmonblüte. Pfeile. Hat der genug Pfeile? Geht es sich aus, dass ihr alle Pfeile nimmt? Leider nicht. Okay, wir können es ihm geben. Dann geben wir das Gulmo-Blatt. Weil wir brauchen die coolen Rationen nicht, aber die schauen trotzdem cool aus. Deswegen. Geben wir einfach jeden zwei so geile Rationen. Die sind halt ein bisschen schwerer. Einfach nur. Weil es cool aussieht, nicht, wenn wir es brauchen. Kann ich da eigentlich mit der Tastatur da eingeben? Ah, okay. So. Okay, du hast den. Und da. Passt. Dann Mark. Und die gute Carissa. Ja, coole Sachen, die sie am Ende des Spiels noch haben. Pfeile. Kann eigentlich nicht mehr tragen. Ja, zur Not kaufe ich Pfeile nach, egal. So. Cool.
ist da ein Wasserfass. Sie schiebt den Holzdeckel zur Seite, das Fass ist randvoll mit Wasser. Stillt euren Durst und führt euren Behälter und legt den Deckel wieder auf das Fass. Die Kisten haben entweder gar keine Deckel oder diese sind nur darüber gelegt, sodass ihr eure Neugier leicht befriedigen könnt. In den meisten ist gepökeltes Schweine- oder Hammelfleisch. Boah, mehr so cooles Fressen. Aber wir brauchen es nicht. Also raus hier. Kurzer Check. Okay, wir waren jetzt hier und hier. Dann gehen wir noch da runter. Ihr öffnet die Tür und seht den verblüfften Schiffskoch. Er lehnt an der Feuerstelle und hält eine Schnapsflasche in der Hand. Da ist ja der Schinder, der mich immer verprügelt hat, ruft der Schiffsjunge aus. Wollt ihr abwarten, den Koch überwältigen? Es gelingt euch, den Koch zu knebeln und zu fesseln, bevor er Alarm schlagen kann. Wollt ihr den Gefangenen durchsuchen, mit dem Smoothie sprechen, den Gefangenen die hinterste Ecke Kombüse verstecken und liegen lassen, mit dem Smoothie sprechen. Sobald der Koch vor seinem Knebel frei ist, beginnt ihr um Hilfe zu schreien. Ihr beeilt euch, ihm den Knebel wieder in den Mund zu stopfen. Gefangenen durchsuchen, der Schiffskoch hat nichts, okay. Gefangenen in die hinterste Ecke der Kombüse verstecken. Gut. Okay, Feuerstelle. Natürlich wieder irgendwas Cooles zu essen. Olginwurzel. Ich würde es gern ihr geben. Ja, die zwei Einbeinen geben wir ihm. Die Olgenwurzeln nehmen wir mit. Kupferkessel und so weiter, sehr schön. Alles, was man zum Essen so braucht, ist da auch noch was. Okay, das war eh das Gleiche. Hier liegt der Smoothie. Plötzlich fühlen zahlreiche Matrosen, angeführt von dem Bootsmann, den Raum. In Windeseile seid ihr entwaffnet und gefesselt und die Matrosen schleifen euch an Deck. Wie soll denn das gehen? Come on, wir sind komplett ausgerüstet. Ich nehme Themen heute, was ist denn das? Taten, dass ihr nicht in unsere Dienste treten wollt. Rattengezicht, beschimpft euch der Bootsmann, begleitet vom Gelächter der Schiffsbesatzung. Da ihr eine Bedrohung für die Männer an Bord darstellt, haben wir nur eine Möglichkeit, über euer Leben zu entscheiden. Fährt er fort. Die Matrosen stimmen lachend zu. Durch das Rund der Schiffsbesatzung drängen sich mehrere Matrosen mit starken Seilen, die sie an euren Handfesten befestigen. Dann schubsen sie euch zur Bordreling und hieven euch nach oben. Schließlich kommt der Bootsmann hinzu und verabschiedet sich von euch mit scheinheiligem Bedauern. Nicht der Mut, sondern der Verstand entscheiden über Leben und Tod. Dann stößt er euch über Bord. Die Seile, an denen ihr hängt, führen unter dem Schiff hindurch, sie werden von den Matrosen auf dem Deck unter dem Kiel hindurchgezogen. Viel Zeit vergeht, bis ihr an der anderen Seite des Schiffes auftaucht. Viel Freude kommt auf, als ihr die Matrosen sehen, dass ihr noch am Leben seid und dadurch ihr Spaß verlängert werden wird. Der Vorgang wird mehrere Male wiederholt. Als Haie angeschwommen kommen, klappen die Matrosen die Seile. Das ist ja nett. Oh, sogar mit einem eigenen Bild. Einem Yuche-Bild sogar. Aber was soll ich sagen? Sonst finde ich es ein bisschen lächerlich. Muss ich das Ganze mehr oder weniger nochmal machen? Das war eh nur das. Warte mal, war das sonst irgendwo? Ja. Oh, war ich da noch gar nicht? Okay. Bin ich hier. Gut. Jawohl, hier können wir wenigstens kämpfen. Das ist ja wirklich... Hallo, wir können locker die ganze Matrosen aufmachen. Und dann kann ich nicht mal kämpfen. Ist das jetzt der Kapitän der Zwerg? Also, wie gesagt, das finde ich ein bisschen blöd, dass wir jetzt da nicht kämpfen konnten. Weil deswegen habe ich auch
nicht das Schiff gekapert, dass er nicht gleich sabotiert, weil für was? Aber gut, jetzt wissen wir es. Zwergenveteran, okay. Wow, 13,28, da wird's gleich vorbei sein mit dem Veteran. Okay. Okay, das ist nicht so gut. Das geht. So, ich wollte eigentlich nur blenden, damit hier nichts weitergeht. Aufpassen, dass wir trocken werden. Wenn wir Pech haben, können wir uns hier speichern und dann sterben wir sofort alle. Und es ist cool, das gesehen zu haben, aber ja, irgendwie auch. Ja, macht wenig Sinn, voll ausgerüstet. Was wollen die uns tun? Ja, du kannst eigentlich sichern die Runde. Vielleicht sollte ich ihm helfen, damit der Zwerg schneller stirbt. Sehr gut. Jawohl. Ach, ich hab Bock auf den Fulminictus. Jawohl. Zwergestorm. Sehr gut. Ja, die Matrosen, sie sehen, können gar nichts. Sehr schön. Orkbell, okay. Ein Kit nimmt. Puh. Aber gut, wir haben je 8 auch gespeichert, also können wir sich erlauben, weil ich würde mir schon gern das ganze Schiff anziehen. So gut es geht. In der Truhe liegen Bolzen, neben Armbrüsten und Bolzen auch gefüllte Glasflaschen und merkwürdige Kugeln. Sie sind aus Ton und innen hohl. Sie haben eine kleine Öffnung, in deren Faden steckt. Marek öffnet eines der Fläschchen und meint, jetzt wird mir alles klar. Da drin ist Hylaia Feuer. Damit werden die Tonkugeln gefüllt, angezügelt und mit den Rotzen auf die anderen Schiffe gefeuert. Cool. Hylaia Feuer. Brauchen wir es eigentlich nicht, wobei es stark ist und viel Kohle bringen würde. Nehmen wir es mit, oder? Das kann ich ja nur eins nehmen. Okay, so ausgegangen. Bleiben beim Bogen.
Vielleicht müssen wir wieder was hergeben. Was ist hier drin? Ilmenblatt, eine Matrosenhose. Das Ilmenblatt gönnen wir uns. So, okay, ein bisschen Geld. Schlafsack, glaube ich, haben alle. Oder nein, der hat nur eine Decke. Dann hier mit dem Schlafsack. Dolch schwer. Sonst nichts. Bisschen Kohle. Okay, und das ist die Rotze. Okay, ist jedenfalls schon mal sehr cool hier gewesen. Kurzer Check. Okay, da könnte ich so weitergehen. Wir werden mal kurz aber trotzdem jetzt den Koch machen. Ich hoffe, alles geht. Koch überwältigen und gefangen in die Ecke. Kein Platz mehr. Übrigens, das mit dem Essen mache ich jetzt nicht nochmal. Könnte ich natürlich machen, aber es war ja nur eine blöde Spielerei, um ehrlich zu sein. Ein Schlüssel! Ay, caramba! Wo der Schlüssel wohl hinführt. Sie hat so viele Dietriche. Sehr gut. Okay, den hat's nicht. Aber das hat's zum Beispiel. Und das hat sie auch. Um ein bisschen Platz zu machen. Garnelen hat sie nicht. Sind jetzt wirklich fast zu voll. So, na dann versuchen wir natürlich noch weiter zu gehen. Okay. Anscheinend können wir nicht mehr weitergehen. Ah, wir haben ja gespeichert. Wäre noch interessant gewesen, was es sonst so gibt. Ich probiere es einmal noch, ob das zufällig ausgelöst wird oder ob das jedes Mal da kommt. Okay. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt sterben, aber... Dann sollten wir schauen, dass wir gleich, wenn's geht, ja, das kaputt machen. Uiuiui. Pech haben. Okay. Oh, schade. Fast hätte ich es geschafft. Also, es ist wirklich zufällig. Ich mache das jetzt wirklich absichtlich so lange. Würde mich interessieren, ob ich es noch rausschaffen kann. Schade. Ja, wirklich schade, wenn es jetzt nicht geht. Ich meine, ich kann immer noch mal laden. Aber das ist halt wirklich lächerlich. Muss man halt sagen, wie es ist. Weil... Meine Gruppe müsste die sowas von easy bashen. Ich hoffe, ich schaff's noch raus, oder? Jetzt habe ich extra einen Kampf da gemacht. Scheiße, sorry, mein Haus. Jetzt
das jetzt nicht mehr aus? Unsichtbarkeitszauber zum Beispiel. Ich glaube, ich habe Pech gehabt. Meine, wir brauchen es nicht unbedingt machen, aber es wäre jetzt halt schade. Dann habt ihr gesehen, was nicht geht. Ja, keine Chance. Ich glaube, es geht sich wirklich nicht aus. Ich weiß nicht, ob es die Bewegung ist, die das triggert. Oh, und jetzt hat sich... Oh, na, oh ja. Hat sich das Spiel halb aufgehängt. Ach Gott, stell dir vor, du weißt das nicht, speicherst über deinen neuen Spielstand, ist es vorbei. Wie gesagt, ich habe vorher gespeichert, aber ich finde es jetzt echt schade. Ja, keine Chance mehr. Ich muss leider den vorigen laden. Das tut mir wirklich weh in der Seele und tut mir auch leid für euch. Das ist bestimmt der Bootsmann. Ja, okay. Aber gut, ich will jetzt, ich bin entdeckungsfreudig. Ich will wissen, was man alles finden kann. Wenn möglich. Durch das Gitter erkennt ihr Teile des Schiffsdecks. Am Boot seht ihr einen zweiten Auftritt, zu dem zwei Treppen hinaufführen, sowie eine Tür. Den Aufbau selbst seht ihr nicht, weil direkt davor ein Mast steht, dessen Segel die Sicht versperren. Unter dem Mast herum lagen Teile der Ladung, die entweder am Mast oder an der Reling festgezurrt sind. Aber nirgends ist ein Beiboot zu sehen. Der Blick zum Heck ist größtenteils durch die Segel des Hauptmastes oder durch die um den Mast herum aufgetürmte Ladung versperrt. Trotzdem seht ihr, dass auch am Heck ein Aufbau ist, zu dem ebenfalls zwei Treppen hinaufführen, zwischen denen es eine Tür gibt. Zuletzt werft ihr noch einen Blick nach oben und entdeckt Matrosen, die in den Rahen hängen und mit dem Segel kämpfen oder in den Wanden noch weiter nach oben klettern. Plötzlich taucht in eurem Blickfeld ein weiterer Matrose auf, der auf dem Deck zwischen den beiden Masten hin und her läuft und die Ladung verzurrt. Es ist zwar sehr riskant, aber hier könntet ihr die Flucht wagen. Wollt ihr einfach zum Deck hinaufpreschen, da man euch sowieso gleich bemerken wird, euch zunächst einmal wie gewöhnliche Matrosen verhalten, die an Deck zu tun haben, hinausschleichen und hoffen, dass euch keine Matrosen in Richtung hinausschaut. Wieder hinuntersteigen. Ich glaube nicht, dass man so nicht kommt. Gerade als Carissa die Tür öffnen will, hört sie wütende Schreie von der anderen Seite. Schon wieder verloren, das geht doch nicht. Mit rechten Dingen zu. Carissa bückt sich und schaut durchs Schlüsselloch. Im Raum sitzen fünf Soldaten auf dem Boden und würfeln dahinter. Und rechts von ihnen stehen große Kisten. Auf der linken Seite führt gleich neben der Tür eine Leiter nach oben. Wollt ihr in das Zimmer stürmen und die Soldaten angreifen? Bevor ihr in die Tür aufstoßen könnt, hört ihr Schritte direkt über euren Köpfen und eine befehlende Stimme. Es folgt ein heftiges Poltern. Dann ist oben wieder Ruhe. Wollt ihr jetzt in das Zimmer stürmen? Ja. Ihr reißt die Tür auf und stürmt auf die verblüfften Wachen zu, die gerade noch zu ihren Waffen greifen können. Okay. Schauen wir mal, was hier passiert.
Aber ich glaube schon, dass man das zerstören muss da hinten, aber ich weiß es nicht. Also, was mache ich eigentlich mit Desmona? Aui. Er kann sich, er kann. Na, oh ja. Zielsoldat. Sag ihm, dass Erdbeeren am Deck sind. Oh, das war eigentlich der falsche. Naja, gibt alles. Mehr Erdbeeren braucht das Land. Das mit den Erdbeeren funktioniert und greifen trotzdem weiter anscheinend. Vielleicht, weil es am Boot keine Erdbeeren gibt. Zumindest greifen sie nicht an, das ist schon mal gut. Okay, es greifen doch wieder sie an. Hier sind keine Erdbeeren zu finden. Lauf, Desmona! Oh, die Waffe zerstört. Carissa. Sieht so aus. Degen. Ja, so ein Degen. Inzwischen sind weitere Soldaten vom oberen Deck heruntergekommen und haben euch umzingelt. Bei einer so großen Übermacht bleibt euch nur die Wahl zwischen Tod oder Aufgabe. Zerwerft ihr die knirschenden Zehen, die Waffen weg und ergebt euch. Euer Schicksal. Die Soldaten fesseln euch. Okay, ist wieder das Gleiche. Gut. Dann haben wir das auch gesehen. Schade irgendwie, dass. Also. Ich find's nicht cool, die Lösung. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dass man hier irgendwie so überhaupt keine Möglichkeiten groß hat, aber gut. Nehmen wir wenigstens noch mit, was wir kriegen können. Waren hier die coolen Rationen drin? Ja, die Rationen scheißen wir jetzt, also die brauchen wir nicht. Aber wir nehmen die Kräuter mit, auf jeden Fall.
Und den Koch werden wir noch schnell abservieren, würde ich sagen. Und gönnen uns noch schnell, was hier drin ist. Schauen wir mal, ob sich das wieder nicht ausgeht, weil dann kann man einfach nicht. Ja, aber der Schlüssel muss ja für was gut sein eigentlich. Gut. Schauen wir mal, ob wir jetzt ertappt werden. Derweil noch nicht. Ist schon mal gut. Dann zerstören wir das. Es ist eine Leichtigkeit für euch, die Seile zu durchdrehen. Ein Ruck geht durch das Schiff und die Neigung zur Steuerbordseite lässt nach. Oben erklingt laut das Geschrei, das sogar hier noch zu hören ist. Die Seile setzen sich in Bewegung. Jemand zieht von oben daran. Dann wird es an Deck wieder ruhiger. Hier sind, okay, kann man nichts mehr machen. Speichere jetzt mal wieder unter 9. Natürlich die Frage. Ich glaube schon, dass wir das machen müssen. Geht sie auch nach oben? Nach oben, ja. Okay. Muss also wirklich den richtigen Weg anscheinend gehen, aber natürlich bin ich jetzt wieder zu geil drauf, alles anzuschauen. Das Schloss geht nicht auf. Müssen 20er gewesen sein. Uhrfaken. Noch ein Dietrich. Witz sind das wert. Aber ich finde es schlimm, also ich finde halt, dass du keine Chance hast und dich nicht durchkämpfen kannst, einfach. Oder wir sind Helden. Intermesser. Belegnagel. Und da ist noch ein Trüchchen. Nix drinnen. Nicht da hinein raunt der Schiffsjunge. Das ist das Zimmer unseres Schiffsmagiers. Ah, ich will trotzdem. Wir haben die gespeichert. Cool. Truhe besitzt kein Schloss. Lediglich im Deckel ist eine Form eingekerbt. Da muss ein Gegenstand hineingelegt werden, behauptet Christa selbstbewusst. Na super, kann ich den Schlüssel jetzt nicht benutzen? Tisch ist alt und Rückstände, okay. Interessant, das Schloss der Truhe sitzt ganz oben in der Wölbung des Deckels. Zacharys wollte die Truhe aufhebeln, das Schloss knacken. Ich hätte gewettet, dass dieses Verschlüssel jetzt aufspringt, schön Carissa. Marik, versuch mal bitte, ob du es schaffst. Tatsächlich springt das Schloss auf und der Deckel gleitet zurück. Ui. Lecker schmeckt. Zaubertrank.
Der Larion hat noch Platz. Wenn's geht. Eigentlich ist das nicht schwer, das würde er doch schaffen, jawohl. Was haben wir denn noch? Heiltränke. Nehmen wir gerne mit. Jetzt sind wir zwar wirklich randvoll. Plötzlich füllt nass. Super, das ist schon wieder aus. Alter, das, weißt, für was räume ich eigentlich das aus? Das ist doch, wer hat sich denn dieses Game Design überlegt, bitte? Ja, wo bin ich jetzt? Ich bin immer noch ein... Ja, wahrscheinlich dürfen wir nichts ausräumen. Das ist alles, man darf es, aber man bringt nichts. Nicht in ein Wanderschiff sind, das sind die Anführer der Seesoldaten untergebracht. Zwei ganz erfahrene Kämpfer. Sie erzählen ständig von den Heldentaten, die sie vollbracht haben. Wollt ihr trotzdem den Raum betreten? Scheinen es hier mit den beiden erfahrensten Kämpfern Aventurien zu tun zu haben oder mit den beiden größten Aufschneiden, flüsterte Risse wenig beeindruckt. Wollte mit gezückten Waffen in den Raum springen? Die Feiglinge ins Reich der Toten befördern. Gleich darauf gibt es zwei Großmäuler weniger der Leichen, die auf die Betten. Geil. Ich weiß, jetzt werden wir wahrscheinlich gleich wieder gefangen, aber ich find's cool. Mutelixier. Silberhelm. Kann den... Den nehmen wir mal kurz mit. Oder kann den sogar eher aufsetzen. Wow. Wahrscheinlich werden wir jetzt eh wieder gefangen genommen, aber es ist trotzdem irgendwie spannend, das alles auszuräumen. Unglaublich, was für Aufwand da reingesteckt wurde. Goldener Schild, Tutzergmesser. Entschuldigung. Ja, ich glaube nicht, das ist Absicht, dass du hier nicht rauskommst. Dem Sekretär liegt ein Buch mit Abenteuergeschichten und Märchen. Naja, dabei ist noch nicht vorbei. Als Grisse die Tür berührt, trifft euch alle ein mächtiger Schlag. Gut. Okay, vielleicht kann... Okay. Sorry, diese Folge ist nicht das, was ich gerne euch zeigen will. Aber ich bin eh am Überlegen, ob ich einfach nochmal neu aufnehme und ich zeige euch nur alles nicht. Aber so seht ihr wenigstens, was alles möglich oder nicht möglich ist. So, ich will auf jeden Fall nochmal für den... Bienen da rein, weil die Sachen sind mega... Die sind wirklich, also wenn man das überleben würde, wäre Wahnsinn. Wahrscheinlich geht es eh nicht aus, aber... Weil... Ein goldenes Schild ist Wahnsinn. Und dann hier auch noch. Das Silberhelm. Der sogar einen Magier tragen kann. Wahnsinn einfach. So. Ja, was ist hier?
Nicht nur Bereitungssäbel und den Wintermantel. Ich bin gespannt, wie wir vom Schiff kommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe keinen Plan. Tierjacke, Doppel-Consumer. Okay, sie wollen dir schon vermitteln, hier sind krasse Leute. Das Regal ist vollgestellt mit Werken zur Seefahrt. Okay, die Tür ist mehr oder weniger. Muss man nicht machen, meine Meinung. Laut. Amulett rot, okay. Das könnte cool sein. Gehen wir es mal kurz hin. Schauen, was das Amulett rot kann. Ich hoffe, euch gefällt trotzdem die Episode. Ich finde es spannend, was da alles gibt, aber ich finde die Idee einfach dumm, dass man immer sofort aufgeben muss. In diesen engen Räumen ist eine Übermacht meiner Meinung nach nicht möglich. Aber bitte. Auf diesem Amulett liegt der Hexenzauber Feuerbahn. Na ja, gut. Ja. Auch gegen Feuer geschützt. Naja, also da muss man nicht unbedingt rein, meiner Meinung. Wenn man da hingeht, kommt man nicht weiter. Dann schauen wir mal. Okay, hier geht's wieder runter. Haben wir uns die schon angeschaut? Aber nicht. Hört sich füllen. Okay. Schauen wir uns auch noch rein. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob wir überhaupt hinkommen können. Ich weiß es nicht. Aber irgendwas habe ich schon mal gelesen, dass das so ziemlich das Dümmste ist, was sie da einbauen haben können. In der Windsbraut. Dass du einfach hier immer stirbst. So, mich interessiert, was da Interessantes gibt. Nichts. Also zu den Kämpfern würde ich wirklich gerne nochmal gehen. Wie gesagt, vielleicht kann man da gar nichts nehmen, aber ich weiß auch nicht, was ich machen muss. Um hier rauszukommen. Okay. Also der Raum ist komplett unnötig. Ja, der ist komplett unnötig. Das ist der Raum des Magiers. Na komm. Kann man nicht Ruhe mit einem Zauber aufsprechen? Okay. Starken Höllgang, Gegengift, Helltrank. Ja, ist nett. Ist mit, aber wie gesagt, werde eh wieder sterben, weil ich schon zu viel gemacht habe. Mann, das ist wirklich nett. Die Magetür ist interessant. Okay, da ist ja gar nichts, oder? Ja, das kann gar nichts. Ja, es sind Dietrich. Und ich schätze, ich kann auch nicht transversales Teleport machen. Da vorne.
Ja, und da schmeißt ihn einfach zurück. Ich meine, das Magier-Dings ist ganz nett aufgrund der Tränke und so weiter, aber cooler finde ich, also ich probiere es jetzt nochmal und dann gehe ich wieder runter, indem ich einmal die Kriegergeschichte mache. Ja, ich breche rein und tot, weil die Items sind wirklich cool. Falls mir das ich da überhaupt noch eine Chance habe. Ja, der Schild ist Wahnsinn. Hier kommen wir auch mit. Und der Helm ist auch super. Oh, der hat ja auch schon geile Rüstung. Also voll ausgerüstet. So, jetzt mache ich einen eigenen Save. Mir jetzt egal. Denn ich will wissen, ob man noch eine Chance hat, trotzdem rauszukommen, auch wenn man da jetzt war. Ich gehe jetzt wieder nach unten, weil hier oben kann ich sonst nichts machen. Da, ich hab das zerstört. Wo soll ich da hin? Kannst du nach oben probieren? Ja, ich kann nur probieren nach rauf gehen. Also ich gehe da jetzt durch und da zur Leiter hin. Bin ich jetzt falsch? Ja, ich bin komplett falsch. Entschuldigung. Jetzt bin ich richtig. So, ich speichere wieder bei deinem AA ab. Geh nach oben. Ja, das haben wir schon gelesen. Einfach zum Deck hinauffreshen, da man euch sowieso gleich bemerken wird. Euch zunächst hinausschleichen und hoffen, dass keiner der Matrose in eure Richtung schaut. Carissa stemmt sich gegen das Gitter, der Ladelook, und schiebt es vorsichtig zur Seite. Ihr klettert an der Deck und pirscht euch leise in einzelnen Matrosen an. Dummerweise stößt Jan gegen einen Belegnagel. Der Matrose hört es und dreht sich um. Wollt ihr euch ihm entgegenstellen, schnellstmöglich zur Reling rennen und über Bord springen. Ihr erreicht die Bordwand, bevor die ersten Matrosen herangekommen sind, und schwingt euch mit einem weiten Satz über die Reling ins Wasser. Über euren Köpfen schlägt das Wasser zusammen. Es ist eiskalt. Allzu lange werdet ihr nicht schwimmen können. Ihr taucht wieder auf und seht das Beiboot, das von dem Schiff an einem Schlepptau hinhergezogen wird. Carissas Gepäck ist so schwer, dass es sich unter Wasser zieht. Welche Gegenstände soll sie wegwerfen, um nicht zu ertrinken? Na, langste Dings, kannst du das alles von mir. Das können wir alles wieder kaufen. Wahrscheinlich das zu wenig, aber ist egal. Ein Schild kann ich auch wieder kaufen. Die Rüstung ist ganz schwer. Ja, gebe auch das hier.
Und die Pfeile. Jan, mir ist es eigentlich ziemlich egal, aber hier probier's. Hat immer noch nicht. Ah, ich gebe ungern einen Spiegelpanzer her. Ja, der ist wirklich cool. Wintermantel. Ich glaube, dass wir alles hergeben müssen. Oder es gar nicht schaffbar ist. Jan hat ja schon nichts mehr. Jan, lass mir jetzt mal alles hergeben, denn das ist mir sehr egal. Vielleicht ist das auch wieder sowas, hahaha, du hast die falsche Antwort gewählt. Jetzt kannst du ewig lang spielen, bis du draufkommst, dass du trotzdem stirbst. Oh, das ist wirklich schaffbar. Nur muss man sehr viel hergeben. Okay, aber das ist ja cool. Warum Jan gestorben ist, jetzt wahrscheinlich nicht geschafft, aber das ist mal eine Schnuppe. Okay. Also es ist schaffbar. Werden wir wohl viel hergeben müssen. Ja, wäre auch zu gut gewesen, um wahr zu sein. Interessant ist, dass es Desmona geschafft hat. Ja, die hat auch fast nichts Schweres dabei. Euch zu nicht. Wir legen jetzt mal alles ab, was ich nicht wieder kaufen kann. Hose ist mir auch egal. Ich will halt den Fexenschild, der Rape muss auch nicht sein. Die magischen Sachen will ich gern behalten. Rest kann alles weg. Auch Dietriche können wir wieder kaufen. Die Händtränke, wie schwer sind die? Die sind gut. Achso, nein, das sind Kosten, oder? Na, Gewicht. Bin mir ziemlich sicher, dass das Gewicht ist. 15. Ja. Dann könnte man vielleicht sogar Dietrich lassen. Bautränke sind ganz schön. Na gut, verständlich. Schwer ist eigentlich. Fackel muss auch nicht sein. Essen. Nochmal 20. Wie schwer ist der Schlafsack? 120, weg damit. Keine Ahnung, wie viel man frei braucht. Wie gesagt, die magischen Sachen behalten. So, Aldrich, Eisenschild, Spiegelpanzer. Der wäre zwar cool, aber der ist einfach wahrscheinlich zu schwer. Die Stiefel auf keinen Fall. Ist das? Ja, ist ja jetzt 2061 frei. Ich probiere, ob ich einen Spielpanzer mitnehmen kann, weil ja, wie gesagt, eigentlich die magischen Sachen will ich behalten.
Kringelf. So. Wenn das so geht, dann ist es okay für mich. Dann ist es zwar teuer, aber okay. Ja. Kräuter haben eigentlich kein Gewicht. Aber das, die Werkzeuge. Okay, Zange ist nicht so schwer. Aber wurscht, nehmen wir trotzdem. Und die Tränke sind leider. Okay, 10, die wären gar nicht so schwer. Helltränke sind bei weitem schwerer. Ich hätte schon genug. Könnte man es auch probieren. Die Rüstung nehmen. Bei brauchen. Ja, probieren wir es halt. So, Adalarium bei dir. Du bist leider, du hast zu wenig Körperkraft. Du musst mir fast alles weggeben. Dann sogar die Pfeile weggeben. Ja, die Hose kann man, glaube ich. Sollte hoffentlich gehen. Marek. Silber im Gewiss sicher nicht hier. Ist auch nicht das Alchemie-Set. Können wir hier irgendwie Rezeptbuch sicher auch nicht. Ganzen Tränke müssen wir hergeben. Ah, die Tränke sind da 10. Ist auch nur 10. Fuck, der ist echt nicht stark. Like. Hellrang stark, Zartrang stark, auch nicht. Okay, die brauchen wirklich alle nur 10. Das will ich auf keinen Fall hergeben, das ist super. Hoffen wir mal, ob es geht. So, du gehst das her, die Pfeile her. Kein Fall den goldenen Schild. Scheiße, wo ist auch noch 40? Eben mal. Und Jan soll sich ausziehen, ist mir egal. Ob er schafft oder nicht. Die Schiffswand gleitet an euch vorbei. Das Heck des Schiffes kommt näher. Matrosen schauen auf euch herab, während euch die Bugwelle wegtreibt und unter Wasser spült. Wenn ihr das Beiboot erreichen wollt, müsst ihr schnell schwimmen. Zuerst erreicht Jan das Boot, allerdings kann er sich nicht an Bord ziehen und rutscht wieder ins Wasser. Alrik Schwimmküste sind etwas besser erreicht. Das Ruderboot kann das Tor, an dem es gezogen wird, packen und sich ins Boot ziehen. Schnell hat Alrik das Seil gekappt und das Beiboot verlangsamt seine Fahrt. Er schlägt den Bolzen in das Holz des Bootes. Einige Matrosen stehen an Bord des Schiffes, zielen mit Armbrüsten auf euch und veranstalten ein fröhliches Wettschießen. Schnell hilft Alrik den anderen ins Boot, den Schmerz unterdrückend, den ein Bolzen verursacht, der seinen Arm streift. Kringelf legt die Riemen in die Dollen und fängt an zu pullen, um möglichst schnell einen größeren Abstand zum Schiff zu bekommen. Die Bolzen vom Schiff landen größtenteils zischend ins Wasser, allerdings müsst ihr auch ein paar Treffer einstecken. Ein Bolzen trifft Jan mit solcher Wucht in den Rücken, dass er ins Wasser stürzt. Gerade noch rechtzeitig, bevor Jan das Bewusstsein verliert, gelingt es euch, ihn aus dem Wasser zu ziehen. Jan, ist okay, das ist mir egal. Endlich seid ihr, cool, wir haben es geschafft, seid ihr aus der Schussweite der Armbrüste und könnt es einmal tief durchatmen. Anschließend legt ihr euch wieder in die Riemen, um schnell das Fesseln zu erreichen. Desmonas Gewandtheit steigt um einen Punkt. Okay. Warum auch immer wir alle schlechtere Werte hatten. Hat eure Kleider getränkt und ihr seid ganz froh, dass ihr euch in den Riemen legen könnt und es euch dadurch etwas wärmer wird. Ein Blick auf eure Ausrüstung zeigt euch, dass euch viele Kräuter durch das Wasser verdorben sind. Desmona wirft sie über Bord.
In der Nacht paddelt ihr in den Hafen von Riva. Eure Ankunft bleibt unbemerkt. Krass, wir haben es geschafft. Okay, also das ist wirklich... So was haben wir ja noch nicht erlebt. Aber wir leben zumindest noch. Zwar mit fast keiner Ausrüstung. Und wir müssen jetzt dringend zum Heiler. Ich würde fast sagen, wir gehen... Wenn wir es irgendwie schaffen... Zur... Moment, ich speichere mal unter Let's Play 09. Jetzt die Frage natürlich, wie viel man hat. Da könnte man jetzt wieder min-maxen, laden, speichern und schauen, wie viel man wirklich ablegen muss, aber egal. Ich habe, glaube ich, sogar einen Spiegelpanzer, ja. Das ist... Eigentlich, ich glaube, ich habe alles Magische gerettet. Damit ist es, finde ich, voll okay. So, ich musste jetzt einkehren, bevor wir, damit es wieder Tag wird. So. Ja, ich weiß, aber es muss Tag werden. So. Boah. Hallo, bitte heile uns. Das erste Mal Alrik. Dumpfschädel, jawohl. Gringalf, jawohl. Desmona, jawohl. Passt, wir sind einmal wieder weg im Business. Dann schauen wir mal kurz, was wir noch so hätten verkaufen könnten. Diese Sachen, damit wir noch ein bisschen mehr Gold haben. Wir haben zwar genug, aber wir müssen jetzt ein paar Sachen nachkaufen. Heiltrank, Gegengift, Heiltrank, einen normalen Heiltrank braucht man nicht, wir werden die besten, ein Klugheitselixier, Gegengift. Okay, das war's. Sehr gut, was hast du eigentlich? Wird das, glaube ich, gleich coole Tränke auch. Heiltrank stark und sogar Gifte. Sogar ein super Heiltrank. Dann nehmen wir einen super, naja, zumindest für die mit viel Lebensenergie. Ich würde sagen, für die ersten drei, wir nehmen drei super Heiltränke. Und dann nehmen wir noch den Heiltrank stark nochmal dreimal. Strahltränke sollten wir eigentlich noch genug haben. Können eh nochmal zurückkommen, wenn wir merken, wir haben noch Geld. So, also Aldrich, du bekommst mal einen Superheiltrank. Carissa kommt auch einen Superheiltrank und der Gringolf. So, sein Catnip konnte ich auch retten. Und du bekommst so einen. Ja, Feuer hat das sogar. Okay, da könnte man sogar noch verkaufen. Einen bekommt er. Und zwar, oh, das sind sogar mehrere Hülle-Eierfeuer. Sie hat auch noch Feuerdrang stark. Was haben wir da? Gegengift? So viel Gegengift. Ja, sehr cool, dass wir. Den Silberhelm und das haben wir vielleicht eh fast die geilsten Items kommen. So, also da, von dem her hat es sich ausgezahlt. Ja, vor allem, okay, ich kaufe jetzt nochmal, was wollte ich jetzt noch kaufen? Also ich wollte verkaufen, Blödsinn. Aber dann schauen wir nochmal kurz bei Marek nach. Die Werte, Rüstschutz 6. Ja, drei Rüstschutz für Magier, der hat Rüstschutz 6, Wahnsinn. Und das Schild, auch zwei Rüstschutz zu, super. Das ist jetzt sind alle richtig gepanzert. Okay, ja, ihr braucht erst die Sachen. Dann verkaufen nochmal. Ah, sie nimmt das Hülle-Feuer nicht an. Okay, dann müssen wir vielleicht bei einem anderen verkaufen.
So, dann würde ich sagen, als erstes, dann schlafen wir nochmal, damit die Werte wieder gut sind. Sehr gut. Wir sind sogar schon wieder voll. Die Werte sind auch wieder gut. So, dann am Marktplatz als erstes. Vielleicht speichern zwischendurch. Wir müssen jetzt ja das Ganze dann noch hier aufdecken, was hier passiert ist. Wie viele Erfahrungspunkte haben wir eigentlich? Nur kurzes Interesse. 60, okay. Ja, warte mal, 4. Wie viel war schon wieder? 3600, 4500? Okay, ja. Okay, da haben wir jetzt nicht bekommen. Bei 5500. Oder warte mal. Na. 3600 Stufe 9, 4500 ist Stufe 10. Also, wir haben so gut wie gar nichts mehr am Schluss bekommen, okay. Schade eigentlich. Aber man darf eh nichts mehr meckern, weil, wie gesagt, diese zwei magischen Gegenstände, der Schild und der Helm, sind einfach Bombe. Es gibt einen Zeugen, der die Tat beobachtet hat. Ich werde einen Haftbefehl ausschreiben. Schafft mir die Verdächtigen herbei. Das ist nun schon die vierte Einheit Gardisten, die an euch vorübergeht, und im Hintergrund erkennt ihr bereits den nächsten Trupp. Als ihr euch genau zwischen den beiden Gruppen befindet, gerät in beide plötzlich Bewegung. Im Nu seid ihr umzingelt. Ihr seid verhaftet. Ergebt euch und legt die Waffen nieder, ruft euch der Hauptmann zu. Im Moment habt ihr keine andere Wahl. Ihr gebt eure Waffen ab. Was wird uns vorgeworfen? Fragt Carissa den Offizier. Ihr werdet beschuldigt, einen Mord begangen zu haben, erklärt der Mann zurückhaltend. Das muss genügen. Der Richter wird nachher die Klageschrift verlesen. Oh Gottes Willen. Eine große Menge steht um euch herum und verfolgt das Schauspiel. Mörder, kreischt eine einzelne Stimme. Dann mehren sich die Hetzrufe. Mörder, Mörder, skandiert die Menge. Dann rückt der Mob näher. Ein Mann mit einem kräftigen Strick in den Händen läuft der herannahenden Menge vorweg, löst sich ein wenig vom Rest und kommt allen voraus auf euch zugelaufen. Der Hauptmann runzelt die Stirn, wartet aber ruhig, bis der Mann an ihm vorüberläuft. Dann zieht er ihm schwungvoll die Breitseite seines Schwerts über den Schädel. Wie vom Blitz getroffen, stürzt der Mann zu Boden. Eine heftig blutende Platzwunde an der Schläfe. Die Menge raunt, dann wird es plötzlich sehr ruhig. Abwartend ruhen die Augen des Mobs auf dem Offizier. Schafft den da in den Kerker, befiehlt er zwei einzelne Leute und deutet dabei auf den Mann am Boden. Und treibt das Pack auseinander, wendet er sich dem Rest der Einheit zu. Die Gardisten schauen ihn mit großen Augen an, gehorchen aber und laufen mit gezückten Schwertern auf den Mob los. Mörder, ertönt erneut eine vereinzelte Stimme, aber angesichts der Lage sehen die Leute zu, dass sie Land gewinnen. Nach kurzer Zeit seid ihr mit den Gardisten alleine auf der Straße. Der Lynchmob war inszeniert, erklärt der Hauptmann. Sowohl seinen Leuten als auch euch. Anders kann es gar nicht sein, das ging alles viel zu schnell. Etwas weniger grob als bisher führen euch die Gardisten zur Feste. Zwei der Soldaten tragen den Bewusstlosen zwischen sich. Ich hoffe, ich muss nicht kämpfen gegen Gardisten oder so. Ich bin derzeit nicht gut ausgerüstet. Der Gardehauptmann und der Richter beraten lange, dann erst seid ihr an der Reihe. Euch wird vorgeworfen, Malmodia Elin, einen Bürger der Stadt, ermordet zu haben. Ein Zeuge hat euch zuletzt zusammen mit ihm gesehen, öffnet Bosper Janok, der Richter. Die Anhörung. Das ist eine Neuigkeit. Malmodia Elin, der Mann, der euch unbedingt sprechen wollte, ist tot, ermordet. Wer will uns dort gesehen haben, fragt Marek zurück. Wir sind Elin doch nie begegnet. Janok winkt einen der Gerichtsdiener zu sich. Holt den Zeugen, bestimmt er. Das sind sie, kreischt Gorm Doldrech, kaum dass er den Saal betreten hat. Das also ist der geheimnisvolle Zeuge. Sie haben mich gefoltert und mir schwere Wunden zugefügt. Der Richter runzelt unwillig die Stirn.
Offensichtlich ist er mit dem Verlauf der Vernehmung nicht zufrieden. Kann ich die Wunden einmal sehen? Fragt er den Händler. Selbstverständlich, antwortet Gormer Brust. Verlegen tastet er mit beiden Händen über den Körper. Schließlich deutet er auf sein rechtes Ohr. Janok muss sich sehr weit vorbeugen, um den kleinen roten Punkt am Ohrläppchen zu erkennen. Seit wann trägt die Ohrringe? Fragt er ironisch. Der Händler verstrickt sich immer mehr in Widersprüche. Schließlich wird es dem Richter zu bunt und er lässt die Anhörung abbrechen. Die Anklage wird fallen gelassen und ihr seid wieder frei. Anfangs wart ihr euch noch sicher, dass der Richter hinter dem Komplott steckt. Doch nun? Okay. Puh. Ich will trotzdem schnell mich ausrüsten. Falls möglich. Jetzt bin ich wirklich gerade überfragt, was wie es weitergeht. Weil ich ja doch glaube, der Richter ist ja ein Korrupter auch noch dazu. So. Was braucht man denn überhaupt? Sie braucht wieder ein Rapier, Schild und so weiter. Und Pfeile werden wir auch brauchen. Intermesse. Was ist der Rapier? Wie viele Schilde wir brauchen, das weiß ich leider auch gerade nicht. Ein Schwert brauchen wir wieder für Adalarion. Rüstungen werden wir auch noch brauchen, aber ich nehme mal einen Schild. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir das Plattenzeug, glaube ich, viermal wieder brauchen. Kaufen wir mal. Okay, da haben wir wirklich noch Geld genug. Da können wir dann wirklich noch mehr Heilzeugs kaufen. So. Okay, ist schon eigentlich so gut wie wieder ausgerüstet. So, den Schild brauchen wir noch für ihn und auch einen Helm, auch für ihn. Sie braucht besseren Schutz, er braucht noch Rüstung, die braucht noch Rüstungen, gut. So, also. Kettenzeug. Ich glaube, dass Adalarion, ja. Kann nur das nehmen. Adalarion bekommt dann mit dem Schild, nehmen wir gleich. Die Top-Film kann auch Adalarion nehmen und Carissa. Eisenhelm bekommen die zwei. Krötenab brauchen wir zweimal. Und dann brauchen wir noch Waffenrock zweimal. Sehr gut. Oh, langsam sind wir wieder gepanzert. Jawohl. Sieht langsam gut aus. So, Adalarion. Er hat sogar noch 7 Bewegungen, wundert mich. Aber ja. Ich habe ihm noch kein Essen gegeben. Ah, die braucht doch kein Helm. Na gut, dann können wir dann doch wieder verkaufen. Und dann brauchen wir eigentlich nur mehr Essen. Und ja, wir werden noch ein bisschen im Kräuterstand werken. So, wir hätten gerne 10 Proviant, passt eigentlich gut. Ich glaube, Dietrich oder sowas brauchen wir gar nicht. Ein Seil möchte ich haben. Eine Fackel sicherheitshalber.
Ah, wo ist das Zunderkästchen? Ja, Decke, das wäre auch nicht schlecht. Wer ist der Zunderkästchen hier? Ja. Schlafsack. 20. Decke nur 60, okay. Nehmen wir die Decke, ist leichter. So. Sieht natürlich jetzt ein bisschen ausrüsten, ein bisschen langweilig, aber ist halt so. So. Du bekommst auch zweimal. Ich wusste nicht, dass die Tränke so schwer sind. Immer habe ich nicht gerechnet, muss ich zugeben. Deswegen, aber ich nehme mir trotzdem wahrscheinlich einen Superheiltrank. Doch, extra, wenn wir so viel Geld haben. Glaube ich fast. Was ist der da? Heiltrank stark, Heiltrank stark. Er hat jetzt zweimal Heiltrank stark. Stimmt ja auch, was nicht, oder hat er schon vorher welche gehabt? Kurzer Check. Chris hat auch einen. Er hat nur Gegengifte, wenn schon. Ich verkaufe sie jetzt. So, das ist auch diesen Monat Zaubertrank stark, wollen wir schon behalten. Ah, sie hat eine Decke, okay. Sie hat auch das gute Essen. Leer Feuer können wir gleich bei ihm da reingeben. So. Ich muss nur schauen, wegen Hose ist mir gerade gekommen. Sie hat noch keine Hose. Er auch nicht. Und sie auch nicht. Hier schon ein paar Höschen. Die Hosen hätte ich wahrscheinlich gar nicht ablegen müssen. Hast du Hosen oder ist das der Waffenhändler mit der Hose? Okay, der Waffenhändler. So, muss auch mal sein, so ein Shopping-Session. Ja, mit dem Höschen. Ich glaube, dreimal brauche ich. Okay, ich glaube, ich brauche sie mehr. Doch nicht. So. Also. Marik hat Stiefel. Sie hat Stiefel. Stiefel, Stiefel. Carissa hat keine Stiefel. Okay, nur Carissa hat keine Stiefel. Okay. Ah, ich habe auch diese Zusatzkleidung. Habe ich nicht oben. Aber auf die verzichte ich jetzt einfach mal, weil das spart natürlich auch nochmal ordentlich. Ja, Schwere, dass die Leute halt nicht mehr so viel tragen können. Und ich weiß eh nicht mehr, ob ich groß raus muss. So, also wir hätten ganz gern noch einmal Stiefel, bitte. Ja, aber das sind auch 50 Gewicht. Und die Wintermäntel sogar 120. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich draußen schlafen muss. Sonst Brief, ich weiß nicht, ob wir das brauchen, aber vielleicht jetzt noch. Deswegen, ich gebe jetzt alles mal Alrik. So, wir wollen jetzt eh konfrontieren dann. Aber jetzt gehen wir noch schnell. Aber eigentlich brauchen wir nichts mehr. Wir haben alles. Ich werde auch Adalarin einen Heiltrank abnehmen und den ihr nochmal geben. Ja, und du hast natürlich nicht so tolle Sachen. Aber auch egal. Aber wir haben mehr Kohle als genug. So, dann können wir auf jeden Fall das AA jetzt löschen.
Und dann speichern wir nochmal hier. So, ein bisschen Zeit haben wir noch, so ein paar Minuten. Ich meine, wir könnten auch jetzt abspeichern, aber mich würde jetzt noch interessieren. Was das jetzt hier ist. Okay, hier ist jetzt nichts. Dann gehen wir mal zu unserem Informanten, würde ich sagen. Hat er Laden ganz kurz? Ja, ist eh ausgerüstet. So. Mehr weiß ich auch nicht. Selber Türmbein. Der weiß gar nichts, unser Tarik, weil immerhin haben uns die Piraten hier ganz schön verarscht. Wir sind nur durch Glück haben wir überlebt. Glück und Können. Hallo, ihr Süßen. Nein, ich will nichts von dir. Jetzt die Frage, was wir als nächstes machen müssen. Ja, wahrscheinlich müssen wir die Gilde aufsuchen, aber es kann natürlich auch sein, dass wir herumlaufen müssen. Nein, wir wollen keinen Käsetoast. Ja, war doch hier, oder? NZ springt der Händler auf. Mit dem Motorverzeiger ergreift eine Spitzhacke und fuchtelt damit wild in der Luft rum. Ausgreift er aus. Okay, also er sagt uns auch nichts mehr. Ich werde jetzt doch noch Heiltränke gönnen. Wenn wir es schon machen können. Es gibt aber keine super Zaubertränke, oder? Zaubertrank stark. Zaubertrank, ja. Dann nehmen wir doch noch zwei, zumindest für die zwei. Immer noch Kohle genug. So. Gut, jetzt ist wirklich die Frage, was wir machen. Deswegen würde ich sagen, wir werden jetzt wahrscheinlich abspeichern. Wir gönnen uns hier mal. Und dann schlafen wir noch die Stunden in die Nacht hinein. Ja, und werden in der Nacht herumlaufen. Aber das machen wir das nächste Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Play das schwarze Auge Schatten über Riva. Oder Let's Play Dreams of Arcania. Riva Classic? Shadows of Riva Classic natürlich. Ja, aber wie gesagt, ich hoffe, es ist heute euch die Folge trotzdem halbwegs gefallen. Vor allem das am Schiff ist ja ein Wahnsinn. Ich hätte es, wie gesagt, nochmal spielen können und euch genau sagen, ja, da darf's nicht rein, da darf's nicht rein. Aber so habt ihr auch gesehen, was da so alles gibt. Und ich vermute fast, dass ich die besten Items erwischt habe. Interessant wäre natürlich gewesen, unter anderem, das vom Magier. Vielleicht hätte ich das Schlüssel nicht in den Schlüsselbund geben dürfen. Und man muss den Schlüssel beim Magier dort rein, das kann natürlich sein. Was da noch gewesen wäre, weiß ich nicht, das werde ich auf jeden Fall nachlesen. Ja, aber ich glaube, die Items, die wir gegönnt haben, die passen halbwegs. Wie dem auch sei, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir hoffentlich wissen, wie es weitergeht. Ich bin's, euer Knupson. Bye, bye.